walks down the drain. Sie glauben wirklich, das funktioniert heute noch? Das hier beeindruckt mich aber keine Sekunde. Weiße alte Männer, die den Schuss nicht gehört haben. Die werden gerade abgeschafft. Warum sind Sie dann mitgekommen? Sie haben gesagt, Sie wollen mit mir reden. Und genau das tun wir doch gerade. Gleich werden Sie sagen, dass Sie immer noch die Polizei rufen können. Ich soll wahrscheinlich ein bisschen dankbarer sein. Kann gut sein. Hören Sie auf, mich anzulügen. Wie sind Sie in die Anlage reingekommen? Für wen spionieren Sie rum? Ich spioniere für niemanden. Du bleibst schön hier. Wir beide sind noch nicht fertig. Lassen Sie mich los! Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Hallo? Geht's Ihnen gut? Haben Sie Schmerzen? Ganz ruhig. Ich bin Polizist, ich kann Ihnen helfen. Alles wird gut. Wer hat das getan? Wie heißen Sie? Weiß ich nicht. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich werde sie suchen. Ja, was? Ich werde sie finden, okay? Ja. Denn starke Schmerzen, Schwindel? Ein Tupfer? Der Gedächtnisverlust kann natürlich auch die Folge eines Schocks sein, ne? Was ist denn das Erste, woran Sie sich erinnern können? An ihn. Auch das kann traumatisierend sein. Moin. Moin. Das ist Frau Harms, meine neue Angestellte. Oh. Hey, Carsons. Sportler? Nee, Polizist. Ich jogge aber jeden Morgen. Ich auch. Na ja. Aber Sie können mir ja mal die Gegend zeigen. Ich bin aus Emstetten, wissen Sie. Hier bin ich noch auf der Suche nach der besten Route. Melanie. Hank. Die Rezeptoren müssen noch taxiert werden. Ist schon erledigt. Alle? Klar, ich bin schnell und effizient, deshalb brauchen Sie mich doch. Damit der Umsatz wieder stimmt. Ach, das stimmt schon, sonst hätte ich Sie kaum einstellen können. Bei einer Kopfverletzung ist übrigens dringend, einen Arzt aufzusuchen. Bei einer eigenmächtigen Behandlung, da können schnell Haftungsprobleme entstehen. Gut, wir brauchen noch neue Pflaster. Davon haben wir genug im Bestand. Ja, wir brauchen aber welche für Sie. Tschüss. Ich brauche keinen Arzt. Mir geht's gut. Bis auf den Gedächtnisverlust. Ach, wäre das schön, wenn man sich an so manches nicht erinnern könnte, oder? Gut, dann fahren wir noch mal aufs Revier. Da können Sie sich ein bisschen frisch machen. Bitte, hier entlang. Bitte. Danke. Moin. Na, Moment. Was soll das? Haben wir Waschtag? Und was bitte ist das? Wie, haben Sie meine Nachricht nicht bekommen? Nein.
Sie lag vorhin plötzlich da, einfach vor mir. Ihr Privatleben interessiert mich nicht, Carstens. Nur weil Frau Özlü-Gül im Urlaub ist, können Sie doch nicht einfach Ihre... Die können Sie nicht mit ins Büro bringen. Am Deich, kriegen. Herr Brockhorst. Ich habe Sie am Deich gefunden, mit einer Plastikwunde am Kopf. Wahrscheinlich kann sich deshalb an nichts erinnern. Ich meine Ihren Namen. Ausweis. Handy. Nee, nix. Waren Sie mit ihr wenigstens beim Arzt? Ja, die Ärztin sagt, so ein Gedächtnisverlust ist meistens von langer Dauer. Kaffee? Ja. Gedächtnisverlust. Die macht Ihnen was vor. So einfach ist das. Also ich muss da zumindest mal die Vermisstenkartei checken, oder nicht? Ja, aber dann machen Sie mal zu, ja? Während Sie den Frauenversteher spielen, bleibt hier nämlich wichtige Arbeit liegen. Was für wichtige Arbeit? Ja, wichtige Polizeiarbeit. Mensch, Jonas, das muss ja eine tolle Party gewesen sein. Alinsa, ich hab nicht gefeiert. Ich bin einfach nur krass verspannt. Der Grund für die Party kommt erst heute. Aha, nämlich? Ich verkaufe nachher mein Boot. Das Wrack, was keiner haben will. Genau, deswegen zieht's mir überall. Ich habe gestern noch die ganzen Denkpaneele wieder festgenagelt und auch sonst alle Mängel beseitigt. Viel über Kopf, weißt du? Alle Mängel beseitigt. Das heißt, du hast es versenkt? Der Typ ist so scharf auf das Boot. Ich gehe mal davon aus, dass er die Verkaufsanzeige richtig verstanden hat. Was stand denn da drin? Genau das Richtige für echte Kerle, die Spaß am Schrauben haben. Tschüss. Tschüss. Das macht 23,50. Bitte? 23,50. Das halt immer erst am Ende des Monats. Das ist ein Zufall. Ach so, oder am Anfang des nächsten. Oder wie wär's einfach mit sofort? Wie wär's, wenn Sie meine Stammkunden nicht vergraulen? Ja, oder Sie zahlen sofort und dann gibt's Prozente. Wenn Sie glauben... Danke. Schnell und effizient. Also eine Vermisste sind Sie jedenfalls nicht. Ich glaube, ich war auf einer Party irgendwo am Hafen. Auf einem Boot? Ich glaube, ich war tierisch betrunken. Ich muss dann raus und hingefallen sein. Wo es eine Party gab, lässt sich rauskriegen. Sie machen sich viel zu viel Arbeit mit mir. Wahrscheinlich muss ich einfach mal ein bisschen an die frische Luft, dann wird das schon wieder. Was halten Sie davon, wenn wir zurückfahren? Hm? Zum Hafen. Uns umsehen, ein paar Leute befragen. Ach so. Was ist? Wenn mich jetzt doch einer niedergeschlagen hat. Wenn wir dem dort begegnen. Ich passe auf Sie auf. Kann ich nicht lieber hierbleiben? Bitte. Na gut, meinetwegen. Was machen Sie da? Wie soll ich sonst rauskriegen, ob Sie jemand kennt? Nehmen Sie noch einen Kaffee. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich? Ihnen? Ja, haben Sie nur kurz im Auge gehalten? Ich habe keine Zeit für Sie, den Babysitter zu spielen. Gut, frage ich im Inser. Nicht Frau Scherzinger. Und Sie halten sich gefälligst auch zurück. Sie hat erzählt, Sie wäre auf einer Party im Hafen gewesen. Ich will mich da nur mal ein bisschen umhören, wenn nicht. Ziehen Sie sich gefälligst Ihre Uniform an. Bis gleich. Die Frau schon mal gesehen? Oder von der Party gehört letzte Nacht hier in der Gegend? Sorry, tut mir leid. Na gut, danke. Moin. Moin. Kommt Ihnen die bekannt vor? Nö. Sie hier? Ja. Frohes Schaffen. Hallo? Entschuldigung. Nur eine kurze Frage. Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Gestern Abend hier im Hafen? Nee. Dann gucken Sie noch mal genauer hin. Wirklich nicht. Na gut, danke. Wolfgang! Hank! Na? Immer gestorben? Kann ich nicht mal irgendwo hingehen, ohne sowas gefragt zu werden? Was machst du dann hier? Werbung. Ein Joint Venture mit der Bootswerft. Seebestattung wird ja immer beliebter. Gerade gestern erst zum Beispiel wieder. So, so, Joint Venture. Hm. Kennst du zufällig diese Frau? Leider nicht.
Hat es was mit ihr und vergessen, nach dem Namen zu fragen? Quatsch. Ist rein beruflich. Aha. Aber was machst du eigentlich beruflich? Mensch, das ist ja ein Ding. Moin. Ihr trefft euch zum Mittagessen, ohne mir Bescheid zu sagen. Wie geht's der Frau ohne Gedächtnis? Ist in guten Händen. Wolfgang ist übrigens nur hier, um zu werben. Aha, um wen? Um Gesa Vogt? Beruflich? Vogt, ist das nicht diese... Neue Geschäftsführerin der Bootswerft? Hübsch, klug, selbstbewusst. Genau sein Beuteschema. Klingt zumindest, als hätten wir tatsächlich jede Menge Gemeinsamkeiten. Im Gegensatz zu dir und deiner neuen Mitarbeiterin, wie man so hört. Ach, hört man das so, ja? Wenn du nicht so viel Zeit mit Ermitteln verbringen würdest, dann hättest du sie auch nicht einstellen müssen, ne? Wie, was ermittelst du denn? Ich ermittle überhaupt nichts. Ich will nur anschauen, wer so bescheuert ist und wie man das Boot kauft. Den Seelenverkäufer? Mhm. Keine 5 Meter weg vom Stich und der liegt doch auf Grund. Na, ist dem Käufer offensichtlich noch nicht aufgefallen. Bestimmt irgendeine so volltrottelige Landratte. Keine Ahnung von nix, wird das aber nie zugeben. Sehen Sie? Innen auch alles tippitopp. Oh Gott. Hier. Sogar Bleifenglasung. Das ist dieser Oberbeck. Dein irrer Stalker aus Münster? Der dir nach Norderney hinterher gereist ist? Der ist mir nicht hinterher gereist, der hat mich verfolgt. Und? Überzeugt? Sie haben schöne Kratzer hier an Steuerbord. Ja, Backbord. Die Kratzer poliere ich Ihnen noch weg. Schauen Sie mal hier, der Aufbau. Alles original, Holz. Und der Tank ist auch noch fast voll. Ich bin keine dämliche Landratte, der man für irgendeine abgefragte Nussschale mehr aus der Tasche ziehen kann, als sie wert ist. Was bedeutet? Sie gehen 500 runter, dann kaufe ich. 100, das Segel ist fast neu. 300. 100. Ich habe das Boot selber general überholt. 150. 90. 100. Ja, verkauft. Soll ich nur noch ein paar Unterschriften? Von welcher dubiosen Website haben Sie das denn runtergeladen? Das ist ein offizieller Vertrag der Bootswerft. Sehen Sie nicht den Briefkopf? Ich schaue mir das trotzdem mal in Ruhe an. Lassen Sie sich Zeit. Moin! Frau Scherzinger? Nein. Das gehört jetzt alles mir! Fast. Wollen wir? Ja. Das Geld haben Sie dabei, oder? Ja, ja. Hier treffe. Wie finden Sie meine Yacht? Wenn Sie mal mit mir losschippern wollen? Vielleicht nach Norderney? Warum nicht? Ja, bevor Sie sich wieder falsche Hoffnung machen, ich bin inzwischen total glücklich vergeben. Ach ja? An wen? In Wahrheit hat sie gehofft, dass Sie hier mal auftauchen. Dann sind Sie nur... Polizist, richtig. Hank Carstens. Wolfgang Habedank, Bestattungen aller Art. Falls Sie mal einen ruhigeren Liegeplatz brauchen. Ja, ich muss dann auch zurück zur Arbeit. Ja, ich muss dann auch. Oh ja, aber ihr zwei, ihr könnt ja noch eine kleine Spritztour machen. Jungfernfahrt. Moin. Warum nicht? Ja, ist total blöd. Ich werde immer seekrank. Am besten, Sie fahren schon mal alleine los, immer dem Polarstern nach. Durch seine Staufunktion verhindert das Sperrwerk, dass bei Sturmfluten das Tidenhochwasser flussaufwärts eindringt. Und zum anderen haben wir die Möglichkeit, große Schiffe mit maximalem Tiefgang, die hier raus wollen, zu überführen. So, wir können uns das Ganze auch noch mal von der anderen Seite angucken. Da sieht man ganz schön diese Hydraulik, die das Ganze bewegt. Sie haben sie aus den Augen gelassen, weil Sie ihr das da bringen wollten? Nein. Nein, ist alles meins. Ja, wenn Sie so lange wegbleiben, ich meine, ich habe Besseres zu tun, als auf Ihre kleine Freundin aufzupassen.
Jetzt reden wir mal Klartext. Worüber? Frau Scherzinger und ich, wir haben viel zusammen durchgemacht. Sowas verbindet. Da entstehen echte Gefühle. Und ich bin nicht den ganzen Weg aus Münster gekommen, damit Sie mir hier dazwischen funken. Keine Sorge, der Drops ist gelutscht. Insa und ich sind nur gute Freunde. Sie geben aber schnell auf. Ich bin beschäftigt. Womit? Hat jemand ein Krabbenbrötchen gestohlen? Schönen guten Tag noch, Herr, Overbeck. Kriminalkommissar, Kripo Münster. Genau. Hier sind wir aber in Leer. Also setzen Sie sich mal schön in Ihr Boot und segeln nach Hause. Hm? Geht's noch? Jetzt halten Sie mal die Luft an. Das hier könnte von nationalem Interesse sein. Volltreffer. Was? Der Fahndungsbericht zu ihr ging erst vor kurzem über meinen Schreibtisch. Fahndungsbericht? Hm? Das ist Kerstin Widmer. Sie ist eine gesuchte Aktivistin. Sachbeschädigung, Brandstiftung, Nötigung. Sah gar nicht so aus. Und das alles immer wieder gern und radikal. Manche Menschen lieben es einfach zu zerstören. Das gibt's doch nicht. Weshalb suchen Sie die Widmer? Ich habe ihr geholfen. Das sollten Sie lieber für sich behalten. Das ist Beihilfe. Ich wusste nicht, dass sie gesucht wird. Ich wusste nicht mal, wer sie ist. Sie schien es ja nicht mal selber zu wissen. Moment mal. Heißt das, Kerstin Widmer war hier und Sie haben sie laufen lassen? Naja, so kann man das nicht sagen. Weiß Ihr Chef davon? Nee, noch nicht. Dann suchen wir ihn jetzt mal auf und erklären ihm in aller Ruhe den Sachverhalt. Wir. Außerdem, Sie kennen meinen Chef nicht. Brockhorst. Dem habe ich doch schon ein paar Mal seine Grenzen aufgezeigt. Ja, genau das käme jetzt gar nicht gut an. Ich habe zwar gerade Urlaub, aber da Sie anscheinend ohne meine Hilfe nicht auskommen, wann und wo haben Sie Kerstin Widmer denn zuletzt gesehen? Danke, aber ich regle das alleine. Als Streifenpolizist. Ich bin Polizeioberkommissar. Und Sie haben ja sowieso keine Befugnisse. Bitte? Ist ja Ihre Karriere, die den Bach runtergeht. Ich habe Sie auf die Dringlichkeit der Angelegenheit hingewiesen. Der Ball liegt jetzt in Ihrem Feld. Aber was Frau Scherzinger angeht, das ist mein Stadion. Ich hoffe, das haben wir geklärt. Klar. Ihr Sport, Ihr Stadion. Die ganze Zeit. Ich hab dich gesucht. Und die Bullen suchen auch schon nach dir. Ich habe recherchiert. Im Sperrwerk. Mal, bist du irre? Die Recherche mache ich alleine, da waren wir uns doch einig. Mann, Tim, das habe ich dir schon erklärt. Wenn ich eine Aktion mache, dann muss ich vorher wenigstens einmal vor Ort gewesen sein. Und? Was ist passiert? Da war so ein älterer Typ. Der Chef von der Sicherheit, der hat mich erwischt. Was? Hat er nicht gleich die Bullen gerufen? Nein, hat er nicht. Das war ein komischer Typ. Eklig. Der hat mich mit auf seine Yacht genommen. Aber ich konnte weglaufen. Glaube ich. Was ist denn deiner Stirn? Oh, bitte nicht anfassen. Ja, ist ja gut. Heute Morgen lag ich am Deich. Und als ich zu mir gekommen bin, da war da ein Polizist. Aber ich habe dem vorgespielt, dass ich mich ja nichts erinnern kann. Auch nicht, wer ich bin. Ganz ruhig, Tim. Der war total nett. Der hätte mir alles geglaubt. An was kannst du dich denn erinnern?
Da war Blut. Wo? Auf der Yacht. Dieser Sicherheitsmensch? Keine Ahnung. Wir machen weiter wie geplant. Gestern Abend, ne? Ich habe ja den ganzen Abend auf dem Boot geackert. Dann bin ich irgendwann abgehauen. Gesa Vogt, ich bin hier die Geschäftsführerin. Schon viel von Ihnen gehört. Carsten, Polizei leer. Gibt's ein Problem? Nichts Schlimmes. Ich suche diese Frau. Nie gesehen. Sie hier ist Legüm? Die lief gestern im Hafen rum. Was? Wo genau? Ich kann's dir zeigen. Ja? Sein. Alarm! Er ist hier. Wer? Unser spezieller Freund. Hä? Unser größter Albtraum. Aus Münster. Was? Wieso denn? Ich habe keine Ahnung, aber er ist hier in Leer und er hat Jonas Boot gekauft. Aber das will auch keiner. Ich wollte Sie auch nur warnen, bevor ihr auftaucht, ungefragt. Das macht Oberbeck ja sehr gern. Haben Sie Carstens gesehen? Wahrscheinlich bei dieser rätselhaften Frau. Was wissen Sie darüber? Ich habe sie heute verarztet. Auch Sie? Sie scheint einen sehr starken Gedächtnisverlust zu leiden. Wenn Sie mich fragen, irgendwas stimmt da nicht. Habe ich recht? Nein, natürlich nicht. Okay. Ich glaube, da kommt Oberbeck. Also, wo hast du sie gesehen? Da auf der Yacht. War sie allein? Nee, da war noch jemand. Aber wie gesagt, ich war hier am Arbeiten. Wie, und hast du nicht mehr gesehen? Hank, ich war die meiste Zeit unter Deck, war ja dunkel draußen. Außerdem habe ich vielleicht ein bisschen viele Kekse eingeworfen. Wolfgangskekse. Ja, ich wollte ein bisschen entspannt sein bei der Arbeit. Kennst du den Besitzer? Nee. Wie gesagt, ich war gestern seit Wochen das erste Mal wieder hier. Und auch nur, um den Kampflok zu kriegen. Aber du kannst das sicher rauskriegen, wem dir gehört. Für die Polizei mache ich ja fast alles. Danke. Hallo? Jemand da? Moin. Wirklich? Ja, natürlich. Hank, ich komme sofort vorbei. Bis gleich. Ich muss noch mal kurz weg. Ach, bringen Sie am Patienten Medikamente? Nein, ich assistiere bei polizeilichen Ermittlungen. Als was denn? Als Expertin. In Sachen Pharmazie? Nein, in Sachen Forensik. Ich wusste gar nicht, dass Sie über entsprechende Ausbildung verfügen. Ich wusste gar nicht, dass Sie das was angeht. Frau Scherzinger, darf ich mal ganz offen sprechen? Natürlich, aber ganz schnell und effizient. Und genau das wäre ich gerne, aber Sie vermitteln mir das Gefühl, notwendigen Veränderungen im Weg zu stehen. Aber Frau Harms, hätte ich Sie sonst eingestellt? Und keine Sorge, falls notwendige Veränderungen anstehen, dann werde ich Sie fristgerecht informieren.
Mailbox von Hank Carstens. Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton eine Nachricht. Danke fürs Kommen. Was ist denn los? Hat es mit der Frau in der Gedächtnis zu tun? Kein Wort zu Brockhaus, ja? Unmöglich nur von der kleinen Platzwunde stammen. Naja, eine Wunde am Kopf kann stark bluten. Sieht aber eher so aus, als wäre da jemand hochgeschleift worden. Okay, kurz zusammengefasst. Hier wurde ein Mord begangen und dann wurde die Leiche von Bord geschafft. Und dann das Blut hektisch weggewischt. Was? Hast du den Namen des Besitzers? Ja, der Mann heißt Johannes Siefke. Wer ist das? Niemand. Das ist mein kleiner Bruder. Lebt er hier auch in der Gegend? Der lebt gar nicht mehr. Die Polizei hat dich also einfach so gehen lassen, ja? Ja. Denkst du ernsthaft, ich würde irgendetwas tun, um unseren Plan zu gefährden? Ach so. Ja. Verstehe. Jetzt willst du einen Rückzieher machen. Tim, was wir hier machen, ist wichtig. Wir setzen ein Zeichen. Unser Protest muss spürbare Konsequenzen haben. Schau dir die Welt doch mal an. Gemeinderat morgen Nachmittag? Schlecht, hat den Termin verschoben auf nächste Woche. Das glaube ich nicht, dass er das kann. Schaffen die den in meinem Büro? Das schuldet mir noch was. Frau Kempf, es ist Ihre Aufgabe, meine Termine zielführend zu koordinieren. Kriegen Sie das hin oder nicht? Natürlich. Was ist das denn? Moin. Herr Teek? Carstens Polizei leer. Ich suche einen gewissen Johannes Siefke. Der soll bei Ihnen als Sicherheitschef tätig sein. Aber mir wurde gesagt, er wäre heute noch nicht zur Arbeit erschienen. Kann sein. Haben Sie ihn heute schon gesehen, Frau Kemp? Zu Hause ist er auch nicht. Und mit seinem Handy geht er nicht ran. Das ist eigenartig, ne? Ja, wir sagen auf jeden Fall Bescheid, wenn er sich meldet. Noch was. Kennen Sie diese Frau? Nee, tut mir leid, nie gesehen. Die war aber wohl gestern Abend auf Siefkes Yacht. Ja, da haben Sie Ihre Erklärung, ne? Wahrscheinlich hat er sich einfach eine kleine Auszeit genommen mit der Dame. Ja. Ist sonst noch was? Nee. Das war schon. Falls Ihnen noch was einfällt. Danke für Ihre Mithilfe. Dafür nicht. Was ist? Also, Herr Böhnecken, Sie waren in den letzten 3 Wochen zweimal krank. Sie sind morgens unpünktlich. Schau ich mir nicht mehr lange an, okay? Ja, habe Dank. Moin. Moin. Sie haben doch gesagt, bei Delikatessen können Sie nie Nein sagen. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, Seebestattungen interessieren mich nicht. Noch nicht?
Aber wenn ich sie erstmal auf den Geschmack gebracht habe. Außerdem, in so einer Werft. Stirbt öfter jemand, weil ich jetzt hier bin? Natürlich nicht. Aber früher oder später kommt das Thema bestimmt auf. Und dann können wir beide gemeinsam davon profitieren. Vielleicht sollten wir das bei einem Abendessen vertiefen. Heute Abend? Also, ich könnte jetzt schon. Ich meine, ich habe Hunger. Mhm. In 2 Stunden? Dankeschön. Gerne. Moin. Was kann ich für Sie tun? Wer sind Sie? Melanie Harms. Was machen Sie hier? Ich arbeite hier. Frau Scherzinger? Die ist kurz raus, aber ich kann Ihnen auch helfen. Das bezweifle ich. Herr Brockers. Frau Scherzinger, was soll das? Herr Brockers, es tut mir leid. Einfach neues Personal? Naja, ich brauche ja Verstärkung. Ach, sind die Umsätze so gut? Was können wir für Sie tun? Ich suche immer noch Cousins. Wegen dieser Frau? Die heute Morgen hier war? Die weiß auch davon. Wovon? Pflasterfrau Kollegin? Ich muss Sie dringend auffordern, mit niemandem über diese Frau zu reden. Natürlich. Warum nicht? Die ist Geheimnis. Verstehe. Ja. Und wenn Cousins versucht, sie da irgendwie mit reinzuziehen. Wie Sie meinen. Ich verlasse mich auf Sie. Mhm. Das Gleiche gilt für Ihre Kollegin. Das gilt auch für mich. Ich muss immer weg. Schon wieder? Aber wohin denn? Frau Scherzinger? Frau Scherzinger? Also doch. Also doch, was? Sie brauchen meine Expertise. Wussten Sie, dass Sie von hier bis nach Münster segeln können? Natürlich. Warum machen Sie es dann nicht? Was ist denn jetzt mit Kerstin Widmer? Bin ich dran? Na, hoffentlich. Jemand, der von notorischer Zerstörungswut geleitet wird, bereitet bestimmt schon die nächste Aktion vor. Möglich. Haben Sie etwa einen Verdacht? Oder schon irgendwelche Indizien gefunden? Da drüben, auf dem Boot? Das ist eine Yacht. Jetzt lenken Sie mal nicht ab, Kassens. Vergessen Sie nicht, ich könnte Ihr Versagen jederzeit im LKA melden. Also gut, Kerstin Widmer wurde gestern Nacht auf der Yacht gesehen. Und ich habe Blut gefunden. Zufrieden? Wo ist der Besitzer der Yacht? Das freut mich auch. Vielleicht steckt er mit der Widmer unter einer Decke. Warum sollte der Sicherheitschef im Sperrwerk mit einer gesuchten Aktivistin gemeinsame Sache machen? Sie sollten lieber auf mich hören. Wer so wie ich aus einer Großstadt kommt, der hat einfach einen größeren Erfahrungsschatz. Ich komme aus Hannover. Das ist die einzige Stadt, die an der Leine liegt. Was ist denn? Psst. Ist das der Sicherheitschef? Nee, sein Vorgesetzter. Frage ich den doch halt, was er da macht. Sie bleiben hier. Warum? Weil. Falls was schief geht, muss doch jemand da sein, der den Fluchtweg abschneidet, hä? Mit auf dem Boot. Deswegen absolute Ruhe. Was ist das? Das ist noch nicht fertig. Robert Beck, tun Sie mir einen Gefallen. Und mischen Sie sich bitte nicht in diesen Fall ein. Haben Sie Angst um mich? Nein, ich möchte nicht, dass Brockhaus ausflippt. Das lasse ich mal ganz entspannt auf mich zukommen. Ach, wirklich? Hank! Kommen Sie!
Jetzt haben Sie doch nicht so eine Angst. Psst. Doch nicht vor jemandem wie Brockhorst. Ich habe keine Angst vor Brockhorst. Besitzer meinte, der Kühlschrank wäre reich gefüllt. Ich schau mal. Das soll ja wohl ein Scherz sein. Werde ich später noch was einkaufen gehen. Wenn Sie nicht endlich ruhig sind, dann wird es gar keinen später geben. Seien Sie doch nicht so. Ich werde mit dem Vorbesitzer noch ein ernstes Wörtchen sprechen müssen. Wenn ihr noch weiter unbedingt eine Überraschung dauert. Herr Teg, was machen Sie denn hier? Frau Scherzinger, Overbeck. Sagen Sie mir nicht, Sie waren das. Wir wollten nur was trinken. Der Ermordete ist also der Besitzer der Yacht gegenüber? Genau. Johannes Siefke, Sicherheitschef im Sperrwerk. Und die ominöse Kerstin Wittmer war gestern Nacht bei ihm. Ja, aber das heißt noch lange ja, nicht, was, dass... Ja, was? Aber da ist doch alles klar. Ich meine, die hat den Siefke ermordet. Eine gesuchte Ökoterroristin. Aktivistin. Die muss ihnen einfach nur was von Gedächtnisverlust vorsäuseln und dann kann die einfach rausmarschieren. Nur weil Sie nicht auf sie aufgepasst haben? Haben Sie mich etwa darauf aufmerksam gemacht, dass sie zur Fahndung aussteht? Davon habe ich erst später erfahren. Und anstatt mich zu informieren, gehen Sie zu ihm. Captain Overbeck. Also ich war nur auf meiner Yacht. Boot. Und Sie, Frau Scherzinger, haben mir die Wahrheit auch vorenthalten. Ach, Herr Brockhorst, ich müsste Henk doch eine Chance geben, Kerstin Wittmann zu finden, bevor Sie ihn zum Sündenbock machen. Wissen Sie was? Ein Sündenbock reicht hier nicht mehr. Und als Vorgesetzter bin ich ja sowieso dran. Also meine Chefin muss da jetzt nicht unbedingt was von erfahren. Ich rufe nicht Frau Springer an. Ich werde das LKA informieren. Wollen Sie nicht die Lorbeeren einstreichen, wenn wir Kerstin Wittmann selber finden? Die eigentliche Frage ist doch, warum war Uwe Teg auf Siefkes Yacht? Sie haben ihn doch über Siefkes Abwesenheit informiert. Deswegen dachte er, dass er ihn auf der Yacht trifft. Vielleicht hat Teg ja was mit dem Mord zu tun. Genau. Und er hatte Angst, Indizien hinterlassen zu haben. Ja, wollte vielleicht die Blutspuren gründlicher beseitigen. Klappe. Wieso? Das klingt so plausibel. Danke. Seien Sie ruhig. Was ist denn los? Psst. Entschuldigung. Wir würden gerne zu Kommissar Brockhorst da drüben. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das sieht nach Arbeit aus. Ich mag Ihre Spontanität. Mir fällt ja von Hause aus eine gesunde Work-Life-Balance eher schwer. Also... bestattungstechnisch. Ihre Promo gefällt mir wirklich gut. Danke. Das ist schön. Wir können die Angebote später auch gerne ganz in Ruhe gemeinsam durchgehen. Wenn Sie mir entgegenkommen? Oh, ich bin sehr flexibel. Ich bin sehr wählerisch. Dafür bin ich bekannt. Keine Sorge, ich erfülle meinen Kunden jeden Wunsch. Das denke ich mir. Was Süßes? Ach so, ja, gerne. Eine Befragung ohne mich. Tja, Sie sind halt als Privatmann hier. Gerade Sie müssten wissen, wie wichtig meine Erfahrung ist. Ich meine, wir zwei haben die Leiche gefunden. Tja. Warten Sie, bitte. Vielleicht sollten wir beide den Fall auf eigene Faust weiterverfolgen. Vielleicht sollte ich jetzt nach Hause gehen. Ach, kommen Sie. Wenigstens ein Absacker, den alten Zeiten zuliebe. Schönen Abend noch. Na gut, muss ich eben allein zurück zum Tatort. Fundort. Genau, deswegen müssen Sie mitkommen. Sie achten auf Details, sodass wir herausfinden können, was wirklich auf meiner Yacht, meinem Schiff, passiert ist. Ihr Boot ist von der Spurensicherung immer noch nicht freigegeben. Ja, aber den hiesigen Behörden mangelt es doch an den nötigen Fähigkeiten. Im Gegensatz zu Ihnen. Sie kannten Kerstin Wittmer also doch? Nein, wir kannten sie nicht. Aber jetzt, nachdem der Herr Siefke tot ist, da haben wir noch mal intensiv über alles nachgedacht. Und dabei haben wir uns an diese Frau erinnert. Herr Siefke hatte sie gestern bei uns im Sperrwerk dabei ertappt, wie sie sich unbefugt Zugang zum Areal verschaffen wollte.
Warum haben Sie nicht die Polizei verständigt? Herr Sief geriet uns davon ab. Solche Aktivisten, sagte er, die wollen nur Aufmerksamkeit, in die Schlagzeilen kommen. Wir dachten, die spekuliert nur drauf, von der Polizei wegeskortiert zu werden und damit in den Medien zu landen. Damit ihre Aktivistenfreunde dann am nächsten Tag damit im Netz viral gehen können. Das hatten wir schon. Das bringt jede Menge Klicks. Mit dem Sperrwerk, da kann man Schlagzeilen machen. Und zwar so, dass wir unsere Arbeit mal wieder rechtfertigen dürfen. Dabei verhindert das Sperrwerk ökologisch bedenkliche Maßnahmen, wie zum Beispiel eine weitere Vertiefung der Ems, die die systemische Balance sehr viel stärker belasten würde. Das haben Sie aber schön auswendig gelernt, hm? Es ist die Wahrheit. Auf jeden Fall, wenn wir gewusst hätten, dass diese Frau polizeilich gesucht wird, dann hätten wir sie natürlich niemals laufen lassen. Das wäre auch zu dämlich, oder? Und warum sollte Kerstin Wittmer ihrem Sicherheitschef auf dessen Yacht folgen und ihn da umbringen? Tja, keine Ahnung. Aber dass das mit dem Siefke irgendwann mal so endet, das war vorherzusehen. Inwiefern? Ja, Siefke, Frauen. Ich kenne ihn jetzt schon ziemlich lange und ich schätze mal, dass er sie auch deshalb nicht der Polizei übergeben wollte. Wahrscheinlich hat er gedacht, dass er die Situation für sich ausnutzen kann. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Knickknack. Sag mal, du und Jonas, ihr habt Freunde bei der Polizei? Du weißt doch, ich denke immer an Synergien. Hast du mitbekommen, dass die bei uns heute im Hafen einen Toten gefunden haben? Jemand, den du kennst? Hoffentlich nicht. Ein Polizist war heute Mittag da. Mir ein Foto von einer Frau gezeigt, die vermisst wird. Das war Hank, ein guter Freund. Auf den kannst du dich verlassen, der klärt das alles ruckzuck auf. Und wenn nicht, dann werde ich ihm mal wieder behilflich sein. Wie so oft. Du? Ja, überrascht dich das? Ja, irgendwie schon. Dafür bin ich bekannt. Ruhig, Insa. Insa? Seit gestern Abend? Wo wollen Sie denn hin? In mein Leben zurück. Gestern Nacht haben wir uns noch geschworen, Kassens und Brockhorst auf keinen Fall das Feld zu überlassen. Ich war deprimiert, weil ich keine Indizien gefunden habe. Und offensichtlich war ich ja betrunken. Ganz ehrlich, die Flasche haben Sie kaum angerührt. Aber wir haben uns trotzdem wunderbar unterhalten. Dann sind Sie eingeschlafen. Aber vorher haben Sie noch gesagt, ich wäre ein erstaunlich guter Zuhörer. Kein Wunder, wenn Sie die ganze Flasche alleine getrunken haben. Ich vertrag doch nichts. Immer wenn Sie weggeschaut haben, habe ich das Glas da reingeschüttet. Was sind das für Kekse? Die haben Sie gemocht. Hat der Vorbesitzer hier stehen lassen. Ich habe auch ein paar gegessen. Aber Sie sind ja eine richtige Naschkatze. Ich muss in die Apotheke und Sie haben ja genug zu tun mit Ihrem Brot. Soll ich Ihnen was sagen? Was? Ich habe es nur für Sie gekauft. Dann verkaufen Sie es wieder. Es bringt eh nur Schwierigkeiten. Wiedersehen. Wiedersehen. Spur, Sie haben meinen Verdacht bestätigt. Siefke wurde an Bord seiner Yacht ermordet. 3 Stiche ins Herz, wahrscheinlich mit einem Bootsmesser. Das suchen Sie noch. Die Leiche wurde dann auf Oberbecks Boot gebracht. Der Mörder dachte wahrscheinlich, auf den Kahn setzt sowieso keiner mehr einen Fuß. Außerdem hat Jonas ja zugegeben, dass er nicht die ganze Nacht auf dem Boot gearbeitet hat. Das heißt, der Täter hatte Zeit und Gelegenheit. Ich habe noch mal wegen Uwe Teg recherchiert. Ja, vor einem Jahr war der noch Geschäftsführer einer Schiffsbaufirma. Und als nächstes wird er vom Gemeinderat zum Chef des Sperrwerks gemacht. Obwohl er auf diesem Gebiet absolut null Erfahrung hat. Peter-Prinzip. Jeder steigt so lange auf, bis er die Stufe seiner maximalen Unfähigkeit erreicht hat. Irgendwas stimmt da noch nicht. Dass Kerstin Wittmann einen Mord begeht. Ich meine,
Die hat bei ihren Aktionen noch nie irgendjemanden verletzt. Das war alles nur Sachbeschädigung. Die ist höchstens eine etwas durchgeknallte Idealistin, mehr nicht. Diese Terroristin. Aktivistin, Herr Brockhaus, Aktivistin. Die hat versucht, sich Zugang zum Sperrwerk zu verschaffen. Das kann nur eins bedeuten, die plant einen Anschlag. So, ich informiere jetzt das LKA. Ja, was? Haben Sie ansonsten irgendeine andere Idee, wo die Widmer stecken könnte? Ja, die habe ich. Und deshalb kann Technik nicht die Lösung sein. Unsere Sucht nach Technologie betäubt uns, macht uns blind für unsere Gefühle, erzeugt genau diese maßlose Gier und damit all den Hass, weil sie alle Ressourcen frisst und Milliarden Unschuldiger weltweit versklavt. Und wenn wir der Technik weiter hörig sind, machen wir uns zum Vernichter unseres Planeten. Wir brauchen eine radikale Wende. Deshalb brauchen wir radikale Lösungen. Und zwar jetzt. Perfekt. Nee, machen wir es nochmal. Ich mache uns jetzt erstmal einen Tee. Tim, wir müssen auch noch sagen, dass wir besonders darauf geachtet haben, dass keine Unschuldigen zu Schaden kommen. Aber garantieren können wir das nicht. Was? Doch, genau das müssen wir garantieren. Tim, was ist denn? Warte mal. Tim Petersen? Jo. Carsten, Polizei leer. Oh, hab ich falsch geparkt? Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Blog sprechen. Technikwahn, der selbstgewählte Untergang der Menschheit. Sie ziehen ja ganz schön vom Leder. Das war ein gutes Recht. Es ist als meine Bürgerpflicht, die Leute wachzurütteln. Schließlich werden die wichtigen wahren Informationen ja unterschlagen von den Fake News und den Mainstream-Medien. Ja, sicher. Und bei der Gelegenheit hetzen Sie auch schon gerne mal los, hm? Uwe Teek, sag Ihnen das was? Ach, seit Teek das M-Sperrwerk führt, gibt's immer mehr Schlick. Eintrübung, der Sauerstoffgehalt, der sinkt. Und das führt dazu, dass die Fische sterben. Herr Kreuk. Hm. Sie sagen hier alle Experten. Damit meinen Sie wohl alle, die Ihrer Meinung sind, hm? Ach, mein Gott. Hier geht's doch nicht um Meinung. Hier geht's um Fakten. Aber das ist Ihnen als Polizist ja egal. Fakt ist, Sie fordern sogar Uwe Teeks Kopf. Das war ein Scherz, Mensch. Haben Sie die Kommentare nicht gelesen? Klar. Und die lesen sich eher wie ein Aufruf zur Gewalt. Kennen Sie diese Frau? Nee, nie gesehen. Das ist Kerstin Wimmer. Die kennen Sie sehr wohl. Und in Ihrem Blog sind Sie ein Riesenfan von Ihren Aktionen. Ach, so sieht die aus? Ja. Was ist mit ihm hier? Das ist Johannes Siefke, Tricksicherheitschef. Ach, wissen Sie, eigentlich ist mir das egal, wie die aussehen. Besuch? Ja, meine Mutter. Tritt sie gerade hier auf? Aber nicht für Sie. Ohne gerichtliche Anordnung machen Sie hier gar nichts. Das ist mein Grundstück, mein Grundstück. Ich mache Ihnen riesen Ärger, das schwöre ich Ihnen. Das ist keine Willkür. Ich sage Ihnen, das wird ein Shitstorm nach sich ziehen, der sich gewaschen hat. Mach doch. Auf Wiedersehen, Frau Bühning. Scherzinger? Hallo, Insa. Hier ist Uwe Peck. Ich weiß, es gibt gewisse Leute, die mich zuweilen für unsensibel halten. Eigentlich bin ich doch eher der Mann, den Sie gestern Abend kennengelernt haben. Einfühlsam, verständnisvoll. Ich spüre instinktiv, wann ich mich zurücknehmen muss. Aber
Wenn man mich braucht, dann bin ich immer zur Stelle. Ja, okay, aber... Wahrscheinlich war ich in der Vergangenheit oft zu fordernd. Können wir das vergessen? Und einfach nochmal von vorne anfangen? Ich stecke den ganzen Tag in Terminen und auch danach habe ich dafür keine Kapazitäten. Es tut mir leid. Ja. Also diese Vertreter, die haben wirklich keine Hemmung. Ja. Hey! Na? Und? Dein U-Boot vertickt? Der Typ weiß nicht mehr, wie man aus dem Hafen rausfährt. Wie läuft's bei dir und meiner Chefin? Ach, was Insa immer erzählt. Na, wieso Insa? Moin. 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 Na, meine Kollegen hier haben gestern mitgekriegt, wie ihr euch zum Abendessen verabredet habt. Ich sag nur eins, Vorsicht. Wieso? Ey, die fährt hier ein knallhartes Regiment. Gibt schon die ersten Kündigungen. Das ist nun mal ihr Job, wirtschaftlich zu denken und zu handeln. Das ist so als Managerin. Viel Glück. Dir auch. Ich wusste nicht, dass Kerstin eine Straftäterin ist und dass sie gesucht wird. Ich kannte nur ihre Aktion. Die fand ich gut. Und plötzlich steht sie einfach so bei Ihnen vor der Tür, ja? Sie fand meine Blogs super und was ich sonst so mache. Da war sie halt da und hat sich bei mir einquartiert. Warum auch nicht? Schwachsinn. Kerstin Wittmer plant einen Anschlag auf das Sperrwerk. Und Sie sagen ihr natürlich sofort begeistert Ihre Hilfe zu. Die Fotos habe ich wegen meinem Blog gemacht. Da geht's um Umwelt. Und warum wollten Sie dann verhindern, dass ich ins Haus reingehe? Weil ich vielleicht was gegen Bullen habe? Normal, oder? Was gegen? Sie haben eine gesuchte Straftäterin versteckt. So sieht's aus. Ist Sifki ein Anschlagplan auf die Spur gekommen und musste deshalb sterben? Hm? Da grinst er. Letzte Chance. Helfen Sie uns jetzt, dann helfen wir Ihnen. Was? Was soll das bitte? Helfen Sie uns, dann helfen wir Ihnen. Wollen Sie vielleicht noch mal einen Arm nehmen oder so? So Wischiwaschi, da kriegen Sie nichts aus dem raus. Aber der Typ wird doch nicht zum ersten Mal polizeilich befragt. Er weiß doch ganz genau, was er tun und sagen darf. Ich sehe dieses Sperrwerk schon in die Luft fliegen. Ich habe seinen Blog doch gelesen. Oh. Wenn hier einer zu Gewalt aufruft, dann der. Kerstin Wittmer war bei ihren Aktionen immer gegen jegliche Gewaltanwendung. Das kann ich Ihnen beweisen. Kann es sein, dass Sie für diese Frau irgendwelche Sympathien hegen? Was reden Sie da? Für das LKA wird es nämlich genau so aussehen, dass wir beide für diese Schlamassel verantwortlich sind, weil Sie nämlich darauf bestanden haben, dass Wittmers Verschwinden nicht sofort gemeldet wird. Ich war auch auf der richtigen Spur. Ja, glauben Sie, das interessiert irgendeine Sau. Wegen Ihnen werde ich noch meinen Hut nehmen müssen. Aber ich schwöre Ihnen, vorher feuer ich Sie. Mein Gott, warum vertrauen Sie mir nicht einfach mal? Hä? Was, ich Ihnen? Ja, ein guter Chef macht sowas nämlich. Entschuldigung, ich suche meinen Mandanten. Tim Petersen? Danke. Nein, das ist keine leere Drohung. Bevor du mich untergehen lässt, hetze ich dir die Polizei auf den Hals. Ich habe da jetzt sogar einen privaten Zugang. Ach so, genau. Und für den Mord an Sifke suchen sie ja immer noch den Schuldigen. Der Lauscher an der Wand hört bloß die eigene Schand. Haben Sie den Kahn schon versenkt? Oder kriegen Sie nicht mal das alleine hin? Wolfgang? Hallo? Sind Sie hier zuständig? Ich mache meinen Kaufvertrag rückgängig. Kaufvertrag? Für was? Mir war eine Yacht versprochen worden und in Wahrheit ist es bloß die Bruchbude von einem Boot. Wovon reden Sie? Das ist Betrug in Ihrem Namen. Aber der Gemeinderat ist in 5 Minuten hier. Ja, dann verschieben Sie die einfach noch mal auf morgen. Ich muss jetzt los. Das war nicht so einfach. Er hat sich extra Zeit für Sie genommen. Sachte, sachte, Kindchen, ja?
Ihnen fällt schon eine Ausrede ein. Aber Sie wollten doch, dass er heute kommt. Hey, Sie haben mich vor 2 Monaten angefleht um diesen Job, ja? Wenn das alles zu viel wird für Sie, dann macht das ab Montag wer anders. Was ist denn los mit Ihnen, Frau Kempf? Was ist mit meinem Platz? Der ist für Sie reserviert. 18 Uhr. Geht doch. Privatleben geht mich natürlich nichts an. Nicht schlimm, das ist nur... Ihr Freund? Nee, eher ein Bekannter, also ein zeitweiliger Zuhörer, wenn er mich nicht gerade stalkt. Ja, komplizierte Beziehungen sind auch meine Achillesferse. Raten Sie mal, warum ich aus Amstetten hierher gezogen bin. Moin. Moin. Entschuldigen Sie, ich müsste kurz mit Frau Scherzinger... Ach so, ja, ich... Ich muss eh noch Pflaster bestellen. Tschüss. Tschüss. Was gibt es denn, Wolfgang? Es ist mir ein bisschen unangenehm. Ja, dann geh bitte direkt zum Arzt. Es geht um Gesa. Oh, hast du also doch was mit ihr, ja? Inzwischen ja, aber der Tote, der im Hafen aufgetaucht ist. Ja? Ich fürchte, Gesa hat irgendwie mit dem Mord zu tun. Oh. Herr Özlügül, Sie machen Privatgeschäfte auf dem Briefpapier meiner Werft? Das muss mir irgendwie durchgerutscht sein. Der Kunde kriegt sein Geld zurück. Sofort. Jetzt sagen Sie nicht, Sie haben es schon ausgegeben. Nein. Herr Özlügül? Der Mann ist Polizist. Ich bringe das wieder in Ordnung. Das hoffe ich. Sonst können Sie ab morgen ausschlafen. Sie dann schon wieder hier? Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihr Freund Yunus ist ein Betrüger. Er hat mir ein mit zahlreichen Mängeln behaftetes Schiff verkauft. Ach was. Und deshalb erstatte ich hier mit Strafanzeige. Schön, dann wenden Sie sich doch an irgendeinen meiner Kollegen. So, sollte sonst noch irgendetwas sein, Sie rufen zuerst mich an. Meinen Mandanten lassen Sie gefälligst in Ruhe. Schönen Tag noch. Sie lassen Petersen laufen? Schaffen Sie mir erstmal hier stichhaltige Beweise ran. Meine Fresse. Kein Wunder, dass er sich so gut mit meiner Chefin versteht. Immer schön den Druck nach unten weitergeben. Alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ne? Was ist los? Folgen Sie den Kerl da? Nicht, wenn Sie mich noch lange vollquatschen. Unauffällige Observierung machen wir in Münster anders. Sie lassen so oder so nicht locker, oder? Das ist mein Erfolgsgeheimnis. Kriminalhauptkommissar Brockhorst, Kripolea, ich will einen Fall melden, für den ich die volle Verantwortung übernehme. Ich spreche gerade mit dem LKA. Ja gut, das hier kann aber nicht warten. Wenn es um den Mord an Siefke geht, dann sollten Sie uns vielleicht erst mal zuhören. Nicht so schnell, der sieht uns. Eben haben Sie noch gesagt, ich werde zu langsam. Ach, bitte, können Sie einfach nur nicht auffallen, ja? Wenn er jetzt
gar nicht zu der Widmer geht, was machen wir dann? Es geht um meinen Job, Overbeck. Folgen Sie bitte einfach dem Fußgänger, ja? Moment mal. Sie behaupten, Ihre Geliebte hat was mit dem Mord an Johannes Siefke zu tun, weil Sie irgendwas von einem Telefonat aufgeschnappt haben? Ja, nicht irgendwas. Sie hat am Telefon jemandem gedroht, dass sie die Polizei auf ihn hetzen wird, wenn er sie untergehen lässt. Und dass sie jetzt privaten Kontakt zur Polizei hat. Ja. Wen? Mich. Das ist so lächerlich. Wieso? Ich bin doch über alles informiert, immer. Was haben Sie ihm erzählt? Ja, also entscheidend ist doch, dass ich zu Wolfgang meinte, wir müssen sofort zu Ihnen, zum Kriminalhauptkommissar, und ihn informieren. Ich muss eine gewalttätige Ökoaktivistin zur Strecke bringen. Was Gesa Vogt da am Telefon rum erzählt, ist ja völlig unerheblich. Ein Missverständnis, was Sie beide vom Dilettantenstadel wieder unnötig aufblasen müssen. Wenigstens einen Punkt, bei dem Sie wissen, wovon Sie reden. Habe Dank. Frau Scherzinger, behalten Sie doch Habe Dank und seine Freundin ein bisschen im Auge, ja? Sie wollen mich als Ihre Insiderquelle? Nein. Verdammt. Wo ist er hin? Sie haben ihn verloren. Ich? Ja, weil Sie so langsam gefahren sind. Herr Petersen. Ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Was denn? Das gibt eine publikumswirksame Anzeige. Nötigung. Missbrauch der Amtsgewalt. Wir suchen nur einen Parkplatz. Ach, Sie folgen mir doch schon, seit ich aus der Dienststelle raus bin. Das ist ziemlich rücksichtslos. Wir hatten zufällig denselben Weg. Ich weiß ja nicht mal, wer Sie sind. Das wird sich ändern. Schön lächeln. Das werde ich gleich hochladen. Ich habe viele Follower, die auf so Bullen wie euch nicht gut zu sprechen sind. Wenn Sie die Fotos ins Netz stellen, verletzen Sie unsere Persönlichkeitsrechte. Ja, verklagen Sie mich doch. Das gibt gleich ein paar tausend Klicks mehr. Ui. Wollen Sie mein Handy? Hier, holen Sie es doch. Nee, da. Hier. Oder da. Das ist ein tätlicher Angriff. Das kostet Sie Ihren Job. Was ist denn los? Das bringt doch nichts. Fuck. Schönen Tag noch. Ja, Sie uns auch. Was? Diesmal verfolge ich ihn ganz unauffällig. Lassen Sie mich einfach in Ruhe, kapiert? Wie spät dran? Sie haben Tim festgenommen. Ich weiß, aber seine Anwältin hat ihn rausgeholt. Ist er wieder frei? Alles läuft weiter wie geplant. Was? Aber wenn wir das jetzt noch durchziehen, dann verdächtigen Sie ihn doch sofort wieder. Wir müssen die Aktion verschieben. Auf keinen Fall. Es ist jetzt zu riskant. Für uns alle. Ich glaube, das Beste ist, wenn ich erstmal untertauche. Dann in ein paar Monaten, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Dann probieren wir es nochmal. Okay. Warte kurz, ja? Wieso? Ich rufe eben Tim an. Was? Sie will es verschieben. Ja, du musst mit ihr reden. Sofort. Du musst dir was einfallen lassen. Paulina? Du musst dich um sie kümmern. Ja. Was soll das? Wieso hast du eine Waffe? Das kann ich dir alles erklären. Komm, gib sie mir. Und Tims kleiner Bruder? Was ist denn das für ein Foto von euch? Ich dachte, der ist tot. Der ist auch tot. Wir waren verlobt.
wollten heiraten. Du und Tim. Was habt ihr wirklich vor? Ich dachte, wir wollen alle das Gleiche. Wollen wir ja auch. Was hat Tim gesagt? Paulina. Er kann doch unmöglich wollen, dass wir das jetzt noch durchziehen. Das will er auch nicht. Meinen neuen Ausweis. Gib ihn mir. Der ist da drin. Vorne. Und das Geld. Habe ich im Kofferraum. Aber erst gibst du mir die Waffe. Kerstin? Na los. Brockhorst wird uns da überhaupt nicht helfen. Er hat mich ja nicht mal ernst genommen. So oder so, wir müssen das jetzt alleine durchziehen. Ohne die Polizei. Was macht ihr denn hier? Gar nichts. Beruflich, also privat. Genau, gar nichts. Ja. Overbeck. Yunus Özilgül hier. Ich habe gehört, es gibt noch ein paar kleine Unstimmigkeiten mit Ihrem Boot. Ihr Boot. Sie werden es nämlich zurücknehmen. Die paar kleinen Mängel, die noch da sind, werde ich natürlich kostenlos beseitigen. Ach, auf einmal. Ja, und was den Vertrag angeht, den setze ich auch noch mal komplett neu auf. Wenn Sie 500 Euro im Preis runtergehen. Wie bitte? 600. 300. 700. 350? 500 oder ich zeige Sie an. Ich bin auf dem Weg zur Polizei. Na schön, 500. Sofort Ihren Chef sprechen. Herr Tick hat heute leider den ganzen Tag Außentermin. Um was geht's denn? Zum Sperrwerk. Es gibt Hinweise auf einen Anschlag. Konkrete Hinweise? Leider ja. Wir wissen nicht genau wann, aber ziemlich genau das. Sie sollten also in jedem Fall Ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärfen. Ja. Hören Sie, Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen. Wir haben die allerhöchsten Sicherheitsstandards. Ich würde jetzt trotzdem gern mit Herrn Tick sprechen. Also, ja, heute geht das nicht mehr, aber ich kann gleich morgen früh einen Termin für Sie machen. Na gut. Weil soll ich heute noch zurückrufen, ja? Ich gebe mein Bestes. Aber wie Sie vielleicht gemerkt haben, mein Chef ist ein klein wenig eigenwillig. Kommt vor. Hören Sie, ich würde mich wirklich besser fühlen, wenn wir zurück ins Sperrwerk gehen können und ich kurz checke, ob alles in Ordnung ist. Ich habe jetzt leider auch einen Termin. Kleinen Moment. Mist. Carstens? Hier ist Kerstin Wittmer. Hören Sie mir jetzt bitte genau zu. Ich weiß, ich habe Sie angelogen, aber jetzt lüge ich nicht. Wo sind Sie? Bist du dir wirklich sicher? Hast du eine bessere Idee? Okay, da ist keiner.
Wolfgang, dass du dich auch immer in die falschen Frauen verlieben musst. Wahrscheinlich hat Brockhorst ja recht und Gesa hat mit all dem tatsächlich nichts zu tun. Wenn du das wirklich glaubst, wieso soll ich denn dieses Schloss knacken? Wenn wir darin Hinweise finden, dass sie Mitschuld an dem, dann weiß ich wenigstens, dass das richtig ist, dass das falsch ist mit ihr. Und wenn nicht, dann musst du ihr irgendwie beichten, dass wir in ihre Wohnung eingebrochen sind. Muss ich? Ich dachte, sie müssen in ihre Apotheke zurück. Dabei wollten sie zu einem Schäferstündchen mit dem Bestatter. Können wir das später bitte nicht drüber sprechen? Ich denke, wir klären das jetzt und hier. Ach so, welche seid ihr? Also bei dreien ist mir einer zu viel. Herrgott, Herr Overbeck, wir ermitteln hier. Sie beide? Und Sie jetzt wohl auch. Wer sagt mir, dass Sie helfen wollen? Sie könnten genauso gut nur ablenken, Zeit schinden, während Pedersen den Anschlag allein durchzieht. Nee, alleine sowieso nicht. Paulina war von Anfang an dabei. Takes Assistentin? Sie hat den Job vor 2 Monaten bloß angenommen, um unauffällig in seiner Nähe zu sein. Was genau haben Sie geplant? Die Hydraulikanlage des Sperrwerks sollte in die Luft gesprengt werden. Wann? Erst nach Dienststoß, wenn dort niemand mehr ist. An welchem Tag? Eigentlich heute. Schon was gefunden? Mails? Bisher nicht. Nichts von und nichts an, Siefke. Das ist doch gut. Wenn sie was mit seiner Ermordung zu tun hat, wäre sie ja schön blöd, entsprechende Mails nicht zu löschen. Aber mit wem hatte sie denn dieses merkwürdige Telefonat? Und warum? Vielleicht sollten wir dann nicht in die Wohnung einbrechen, sondern in ihr Büro. Yunus könnte uns da vielleicht Zutritt verschaffen. Also Entschuldigung, bin immer noch Polizist. Ich kann da Zugang verlangen. Gesa. Ich bin's. Es ist mir vollkommen egal, ob dann keiner mehr im Sperrwerk ist. Darum geht's ja. Sie gehen jetzt sofort nach Hause, verstanden? Gut. Mann. Von wegen niemand mehr da. Diese Schweine. Sie haben es mir versprochen. Warum sind Sie eigentlich mitgegangen, ja? Mit Siefka auf seine Yacht? Er hatte mich in der Hand. Er hat mich ausgefragt. Und? Ich habe natürlich alles abgestritten. Und als er zudringlicher wurde, habe ich mich gewehrt. Da Ihre Kopfverletzung. Haben Sie Siefka umgebracht? Der ist tot. Ja. Ermordet. Mit einem Messer. Das haben wir im Hafenbecken gefunden, leider ohne Fingerabdrücke. Das wussten Sie nicht? Aber ich habe ihn. Ich habe ihn nicht umgebracht. Paulina wusste, dass Siefke mich im Sperrwerk erwischt hat. Das heißt, sie könnte ihnen gefolgt sein, um dann Pedersen zu benachrichtigen. Also doch. Pedersen hat Siefke umgebracht, bevor der zur Polizei gehen konnte. Und hat dann die Leiche auf Overbecks Boot versteckt. Aber warum? Was ist mit Tims kleinen Bruder? Was? Der ist tot und Paulina und er wollten heiraten. Okay, und wie ist er gestorben? Weiß ich nicht. Haben Sie nicht gesagt. Kommen Sie, steigen Sie ein. Ich habe mit Siefkes Tod nichts zu tun. Warum hat Teg dich denn hier angegriffen? Gesa. Siefke hat Teg erpresst. Bevor Teg das Sperrwerk übernommen hat,
war er Geschäftsführer von einer Schiffsbaufirma. Ich war seine Assistentin und Siefke war Leiter der Personalabteilung. Hier. Danke. Und was ist dann passiert? Thek hat beim Brandschutz gespart. Es gab ein Feuer. Menschen sind gestorben. Und er hat das vertuscht? Mit Siefkes Hilfe. Und mit deiner auch. Ich kannte jemanden bei der Staatsanwaltschaft. Über ihn konnte ich Beweise verschwinden lassen, die Thek für den mangelnden Brandschutz verantwortlich gemacht hätten. Warum hast du das getan? Thek hat mir die Geschäftsführung der Werft verschafft. Und Siefke als Sicherheitschef des Sperrwerks eingesetzt. Das hat ihm aber nicht gereicht. Nein, der wollte Geld, immer mehr. Der wollte für immer da raus. Und du solltest ihm helfen und Thek unter Druck setzen. Womit? Ja. Wird er damals nicht das komplette Beweismaterial verschwinden lassen. Und das haben Sie Siefke gegeben? Nein. Aber dann, als der ermordet wurde, ich hatte einfach nur Scheißangst, dass Thek mir allein das alles anhängen will. Also hast du Thek gedroht und er ist hier vorhin auf dich losgegangen. Und er hat das ganze Beweismaterial an sich genommen? Ja. Aber es gibt eine Kopie. Unter den Opfern des Feuers, gab es da auch jemanden mit dem Namen Pedersen? Jo, Moment mal, ich guck mal nach. Ja, Matthias Pedersen, 36 Jahre. Ich glaube, die haben sie von Anfang an belogen. Da ging es nie um zivilen Ungehorsam. Oder ein Zeichen gegen die ganze Technologiesucht. Sondern um persönliche Rache. Okay, Henning, gib's mir die Adresse bitte. Ich weiß, wo das ist. Jetzt mal rein hypothetisch. Dieser Freund von mir, der wollte seinem Untergebenen ja einfach nur die Chance geben, diese Frau noch zu fassen. Nee, ist nicht gelungen, aber jetzt mal rein juristisch. Wie müsste dieser Freund das dann beim LKA melden, damit er keine Konsequenzen für seine Karriere... Das ist jetzt ein wichtiges Telefonat. Das hier ist wichtiger. Uwe Thek hat ein ganz klares Motiv für den Mord an Siefke. Und das ist der Beweis. Ich ruf gleich nochmal an. Ich habe mich immer nur auf den Rat der Experten verlassen. Den Rat der Experten, den haben Sie doch unterschlagen. Und als dann der Brand untersucht werden sollte, haben Sie auch das sabotiert, weil es immer nur um Ihren Profit ging. Aber jetzt ist Schluss. Sie werden keine Menschenleben mehr zerstören. Ja. Alles schön und gut, also nur weil Frau Vogt Beweise für Thek Schuld an diesem Feuer hat. Aber deswegen hat er sie in ihrer Wohnung angegriffen. Und vielleicht will sich Frau Vogt einfach nur dafür an ihm rächen. Vielleicht haben ja sie Siefke gemeinsam mit Thek umgebracht, weil Siefke sie beide erpressen wollte, sie jetzt von sich ablenken und Thek alles in die Schuhe schieben wollen. Ich hab's dir gesagt, es war ein Fehler herzukommen. Zumindest haben sie mit diesem Material einen begründeten Anlass, Thek herzubestellen. Und Sie mit Ihrem Verhör-Know-how. Sie entlocken ihm doch garantiert die ganze Wahrheit. Ja. Oder reite mich noch weiter in Schwierigkeiten rein. Wenn Thek nämlich doch unschuldig ist, habe ich mich nicht nur von Kerstin Widmer, sondern auch noch von Siefkes Mörderin irreführen lassen. Ich glaube, Gesa. Ich glaube, ihr auch. Oh. So, Herr Brockhaus, jetzt ist die Frage. Wollen Sie brav hier rumsitzen und auf Nummer sicher gehen? Oder wollen Sie etwas riskieren? Für einen echten Ermittlungserfolg. Oh, Frau Scherzinger. Also. Da ist Paulinas Wagen. Sie warten hier, ich sehe nach.
gegebenenfalls Verstärkung. Vertrauen Sie mir nicht? Sie haben mir schon mal was vorgespielt. Ja, aber jetzt nicht. Beweisen Sie es. Sie sind scharf. Jetzt werden Sie zielführend koordiniert, Herr Thiel. Seien Sie froh, mein Bruder musste viel länger leiden. Machen Sie ihn los. Waffe runter, Peters! Sie zuerst! Es ist vorbei, für Sie beide. Kerstin Wittmann hat alles gestanden. Das war also Ihr Plan, ja? Sie haben Kerstin mit einem Anschlag auf Sperrwerk geködert. Aber in Wahrheit wollten sie es nur so aussehen lassen, als hätte die verrückte Aktivistin Theke in die Luft gesprengt. Und den Mord an Sievke hätten sie auch angehängt. Los, schalten Sie das Ding jetzt ab. Wollen Sie etwa, dass wir alle draufgehen? Hätte Ihr Bruder das gewollt? Was soll das? Jetzt schalten Sie das verdammte Ding endlich aus! Matthias ist hier gestorben. Und jetzt wirst auch du hier sterben. So jemand darf nicht ungestraft davonkommen! Verstehen Sie das nicht? Er darf nicht ungestraft davonkommen. Bist du irre? Das war Ihre Idee. Sie hat Sievke erstochen. Ich habe ihr nur geholfen, die Leiche wegzuschaffen. Okay. Paulina, geben Sie mir den Auslöser. Ich verspreche Ihnen, er wird seine gerechte Strafe bekommen. Verpissen Sie sich einfach. Nein. Ich
Sag schon, Mann! 4, 6, 5, 3, 8. Ich nehme an, Sie können mir das irgendwie erklären. Das kann ich. Ja. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Was auch immer die Ihnen erzählen, ich bin komplett unschuldig. Glaube ich Ihnen nicht. Frau Vogt hat uns da ganz interessante Beweise geliefert. Packen Sie den weg hier, Kumpel. Und? Haben Sie das LKA verständigt? Wieso das LKA? Ein guter Chef vertraut auf seine Mitarbeiter. Und was passiert jetzt eigentlich mit dieser Kerstin? Wenn sie Glück hat, wird ihre Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Immerhin hat sie zum Schluss die Ermittlungen unterstützt. Hast du schon gehört, Wolfgang? In der Werft gibt es ab nächsten Monat eine Nachfolgerin für Gesa Vogt. Vielleicht ist die ja auch an einem Joint Venture interessiert. Müssen Sie nicht dringend zurück nach Münster? Noch nicht. Ich habe noch 2 Wochen Urlaub vor mir. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you. Hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me.